Perfekt. So, dann packe ich den Villager am besten hier hin. Ich habe hier noch einen Eiszapfen, den kann ich dir ins Herz rammen gleich. Ja, Moment, Moment. Da kann ich den Prozessor auch gleich dahin packen. Dann stört er da hinten nicht mehr. Ein Arcstone habe ich auch noch, falls das irgendwo für sinnvoll ist. Die kannst du zum Craften benutzen. Punkt. So. Zum Craften von was? Von allem. Ich habe ja noch eine rote Lampe. So, dann habe ich die Stühle und ich habe die Tische. Eine gelbe Lampe. Du einmal. Ich bräuchte nur rote Farbe, dann könnte ich mir auch wirklich mir ein rotes. Davon und. Das sieht ja nicht hübsch aus. Einen davon. So. Soll ich mir das hier aus Limestone Stone zu bauen? Das ist dann. Ich weiß nicht. Da brauche ich Melted Wachs für Limestone. So, endlich kann ich den Village auch mal effektiv Stone Wards. Nö. Ein paar Stone Rods draus machen. Sehr schön. Das ist dann noch ein zweiten Villager. Du sagtest, du hast da noch einen zweiten Villager. Ich habe hunderte hier gerade. Ich hole mir auch einen ab. Kann ich mir folgen hier? Nee, du musst die Quest für den erstmal erledigen. Dann kriegst du einen. Hier sind die Villager. Fleiß, Toolmaker. Wie sieht denn der hier aus? Ach, ist eine Sigi. Ein weiblicher Villager. Ja. Eine Villagerin. So, wunderbar. Meiner steht in der Ecke. Hat einen schönen Gartentisch. Perfekt. Dann kann ich mir den richtigen Gartentisch nochmal geben. Von hier oben. Um auf dem Zwerg drauf kann man noch was bauen. Hier hinbauen. Stimme voll, kannst dann irgendwie so. Du hast ja so einen Aufzug, so einen Wasseraufzug in den Zwerg rein und hast du ohne Aussichtsplattform. Ja klar, kannst du machen. Mit Wasser hast du das ja schon hingekriegt. Ja, Wasser gibt's ja überall. Kannst du einfach absaugen. So, da habe ich das auch erledigt. Dann gucke ich mal, was ich so für Blöcke noch frei habe. Block of Goo? Warum nicht? Übrigens, ich habe zwar keine Zuschauer gerade, aber falls mal jemand sich das. Von denen kann falls mal doch jemand dazu kommt, wenn ihr sehen wollt, was Modi macht, müsst ihr zu ihm in Stream reingehen. Das streamt auch gerade. Ja, wird nie veröffentlicht, aber du siehst es ja dann später auch. Ach, du veröffentlichst die Streamaufzeichnung nicht, oder? Ja, ich hab's mal, falls irgendwas Lustiges passiert, was ich rausschneiden kann, aber sonst prinzipiell die hier nicht. Das GTA ja veröffentlicht hier fast alles. Fast uncut. So. Wenn ich jetzt in den Kopf mich reinbauen würde und hier könnte ich vielleicht bestimmt auch einiges an Inventory ist voll. Na toll. So, ich kann mir jetzt hier erstmal. Ah, die ist schon in der Quickbar. So. Giovanni Mauro. So, jetzt ist in meinem Inventar wieder Platz. Einen Stein abgestellt. Ich brauchte wirklich einen Wasserfahrstuhl. Von unten nach oben. Mein Rucksack ist fast kaputt. Ich habe aber noch andere im Inventar. Juckt mich deshalb nicht. So, dann erstmal. Oha. Ein Dope Wall. Von Photoshop finanziert. So, ich habe jetzt eine Abgrenzung für den
Dings für den Aufzug. Hier soll eine Treppe hin. Habe ich eine Leiter noch hier? Leitern kann man bestimmt craften. Und jetzt im Kopf des Zwerges drin. Da kann man sich auch noch was reinbauen. Hey, Stacked Stonewall habe ich einiges jetzt. Kopf des Zwerges. Leiter kann ich doch bestimmt mal craften. Habe ich doch schon gemacht. Falls du Stacked Stonewall willst oder Schleimblöcke, ich habe welche. Twine und Woodrot. Okay, was hast du gesagt? Stacked Stonewall? Jo. Oder kann ich gleich selbst machen? Du meinst, ich baue mir hier schön ein Haus aus Holz und Stein. Ich baue mich wahrscheinlich gleich in den Zwerg hinein. Und in den Berg. In den Berg und in den Zwerg hinein. Gut, Leiter. Wo kriege ich denn Twine her? Das sind diese Fäden, da brauche ich da. Fan für. Stellt man denn die her? Ich komme ja nicht wieder raus. Yay. Jetzt wieder gemacht. Ich im Kopf des Zwerges eingeschlossen. Gute Arbeit. Ich baue mir hier noch schön einen Turm hin. Gott, dass man hier manchmal einfach weggesteuert wird durch Lecks. Die Musik ist gerade ein bisschen nervig. Du hast die Musik an? Ja. Die ging mir so auf den Sack, die habe ich ausgemacht. Ich nicht. So. Immer zwei Laternen als Augen reingesetzt. Cool. Scheiß. Der scheiß Huhn. Scheiß Hoden? Ja, der Scheiß Hoden. Ja. Das Huhn ist mir gerade voll in voll ins Bauen gerannt. So, jetzt brauche ich die Raketen. So. Inventory ist voll, ja. Ach auch. Nee. Was hau ich denn weg hier? Mir nicht. Es hört sich gerade in Game nach Gewittersound an. Das könnte auch außerhalb vom Spiel sein. Nö. Bestimmt nicht. Okay, die Tür, diese typische Tür kann ich jetzt machen. Aber wozu eine Tür machen? Wozu keine Tür machen? Ich baue mir hier einen Turm neben meinem Seepferd. Also. Dangerous Door heißt das. Eine gefährliche Tür. Ja, wieso nicht? Ja, mein Inventar ist voll so Trick. Ich muss mal mein Inventar leeren. Hatte ich noch irgendwo ein Bild?
Ich hatte wirklich ein Bild, aber ich glaube, ich hab's weggeschmissen. Du hast ein Bild? Ja. Das darf es keine Bild-Zeitung ist. So, was mache ich jetzt mit dem Block of Goo? Ich glaube, das Effektivste wäre, wenn ich den... Was geht denn da immer? Warum bangen die Dinger weg? Ist die aus Versehen weggeschmissen oder was? Toilettenpapier kann ich craften. Und ein Wiring-Tool. Was auch immer das bringt. Das ist gut, das ist zum Programmieren. Praktisch das Redstone-Zeug von hier. Woodstrap, du hast auch keine schlechte Idee, die mal zu craften. Ja, die habe ich auch. Die bräuchte ich eventuell für meine Zwergsache dort. So, und ich überlege gerade. Was wollte ich denn craften? Was wollte ich jetzt hier? Leitern wollte ich craften als allererstes. Woodward, die kriege ich hin bei dem Schredder hier. Ja. Ja. Wood Column kann ich hier machen. Aha. Woodward. Erstmal nur 8. Aber wo kriege ich die Fäden her, das Seil? Die kannst du craften. Und wie? Auch ja, aus den Neves aus dir wahrscheinlich, oder? Und da kann ich nur Strom machen. Das man normalerweise. Welche Zutat brauche ich dafür? Leaves oder? Shredded Leaves muss ich wahrscheinlich erstmal machen. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen. Ich könnte eine Goldwand machen. 8 Woodwood Entwein. Tu dir keinen Zwang an. Ich glaube, als nächstes wäre Feuerstelle gar nicht schlecht. Oder Stone Floor wäre vielleicht. Wobei ich bin eher Fan von Holzfloor. Oh, ich habe noch unfassbar viel Woodwall. Hey. Dann kann ich ja hier schon mal anfangen, Fenster so rauszumachen. Shredded Leaves. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Nee, scheinbar nicht. Ah, Zwein. Das kann ich mir aus den Vines machen. Aus den Vines kann ich Seile machen. Hier kann ich noch ein kleines rausmachen. Und entsprechend auf der anderen Seite. Wunderbar, wie hoch mache ich denn die Wände? Oh Gott! Ich denke, wenn ich die Wände 4 hoch mache, müsste das eigentlich eine schöne Größe sein. Ich kann gleich gucken. Oh Gott, was mache ich denn? Ich habe doch hier gerade das Fenster rausgehoben. Machst du jetzt wirklich eine goldene Wand? Nein, das kann ich mir nicht leisten. Hast doch gerade gesagt, du könntest dir eine goldene Wand machen. Ich habe das Rezept dazu. Ah, Mann. Alter, dass man hier so weggeschleudert wird, das geht so auf den Sack. Och, verdammt, ich muss meinen Inventar leeren. Leitern wollte ich craften. Leitern. Brauche ich auch mehr als eine. Obwohl 8. Das sind ja 8. Das reicht vielleicht schon. Ich denke, wenn ich die Wand hier so übergehend in das Dach von dem Wintergarten mache, dann passt das. Du hast einen Wintergarten? Ja, den Unterstand, den ich vorher mal gebaut habe. Jetzt habe ich ja schon fast so eine Art Haus. Edel, edel.
Ja, und das ist erst der erste Stock. Plane vierstöckig. Ich baue mich hier jetzt wirklich in den Zwerg hinein. Ja, so ein richtig fettes Panorama-Ding, das ist cool. Durch eine Ausblicksplattform. Ist das so, dass ich hier außen dann nochmal eine Schicht Stein mache? Sehr schön, dann den Rest hier zu. Ein abgeschlossenes Geschoss. Nee, das wird anders. Ja, toll, sehr interessanter Stream, ne? Das ist sowas, was ich jetzt zum Beispiel offscreen machen würde. Ja. Stattdessen halt den Fortschritt zeigen. Tja. Zwingt dich ja keiner dazu zu streamen. Ja, weißt du, was ich mache raus? Es bringt doch nichts. Mach das. Schickst du, kannst ja mich mal hosten. Von mir aus. Mich mal raiden gleich. Gleich ein Raid beginnen. Nee, das mache ich nicht, da geht's nur raus. Verdammt. So. Red and Hopeful. Adobe. Lässt grüßen. Dann mache ich hier noch weiter. Du machst bei mir weiter und bist bei mir noch zu hören. Ja, ja. Jetzt weißt du auch, warum ich normalerweise sowas hier nicht stream. Ja, ist ja dein Ding. Kannst ja selbst bestimmen, was du bei dir streamst und was nicht. Der Anfang mit den Dorfbewohnern war ja noch nett, aber so reinbauen, das macht ja keinen Spaß. Ja, ich find's spaßig und ich hoffe, den Zuschauern gefällt's auch. Wenn du da keine Zuschauer hast. Ja, später in den Parts vielleicht, aber die haben auch keinen Zuschauer. Hast du recht. Ui, hier ist aber Duster. Okay, wie das wohl kommt bei einem ziemlich unbeliebten Spiel? Ich kann es mir nicht erklären. Ja, sorry, ich werde nicht Cyberpunk spielen, das habe ich nicht vor. Musst du nicht, das ist noch unbeliebter. Die Leute würden dich hassen. Ja gut, dann halt Fortnite. Will ich auch nicht spielen. Leute würden dich noch mehr hassen, wenn du deine Stimme nicht wie ein Kleinkind verstellst. Aber das ist beliebt, das Spiel. Lass nichts gegen sagen. Nee, beliebt ist das nicht mehr. Ja, was ist denn sonst beliebt? Ach du Schreck, hier ist aber viel drin. Momentan wahrscheinlich Rust. Oha, ein Host von Mordi, was für eine Überraschung. Wisst ihr, also ich hab einen Platzierung von Kuh. And wait. And wait sogar. Modi Streams schließt sich der Schlacht an mit einer tapferen Person, einem tapferen Krieger. Juhu, kann man kurz mal innehalten und der Musik lauschen. Gut, weil die den Fallschaden abpassen. Wofür der Part Copyright geclaimed wird, aber was soll es? Was Copyright Musik drin? Ja, klar. Ein eigener Soundtrack. Du weißt, dass du dann von Twitch fliegst, ne? Für einen kleinen Alert doch nicht. Doch. Die sind super streng. Ja. So. Ein Boden aus Schleim. Wenn man hier jetzt eine Säule aus Glas wäre, es ja effektiv. Und hier das. Hast du schon Glas? Bestimmt. Ja, Glas. 35 Glas. Da kann man. Oh Mann, wo hast du ein Glas her? Ich habe das Rezept noch gar nicht. Wahrscheinlich keine Sand. Keine Ahnung. Ofen, irgendwas mit Sand wahrscheinlich. Ich könnte eine Atlantis-Wand bauen. Das komme ich jetzt hier nicht mehr raus. Ich habe genug für noch ein paar Wege. Das ist gut, dann kann ich den Garten fertig machen. Mach das mal. Also in Anführungszeichen Garten. Ich brauche da noch Dirt, um das Ganze halbwegs erträglich zu machen, aber...
Nein. Rocket's Pack ist broken. Hört sich ein neues an. Ja, du hast wenige, ich hab 50. Da ist wahrscheinlich die Loot-Chests drin, also in den Loot-Dingern. Ja, ganz genau. Die nimmst du ja nie mit. Warum auch immer. Weil ich nie das Spiel öffne. Und ich erfriere hier gerade oben. Scheinbar ist es scheiß kalt hier. Ja. So, dann habe ich damit so eine Art Garten fertig. So. Ist gerade ein Schneesturm ausgebrochen oder was? Hä? Ist gerade ein Schneesturm ausgebrochen oder was? Nee, du bist zu hoch. Der Zwerg ist halt ziemlich hoch. Können wir das vielleicht so hinkriegen? Funktioniert das als Röhre? Ich werde jetzt hier gleich drauf gehen. Aber warum bin ich vorher noch nicht drauf gegangen? War doch die ganze Zeit schon hier so oben. Jetzt bin ich gestorben. Sehr schön. Oh, tatsächlich, ich habe die anderen Schleimblöcke tatsächlich in der Kiste gelagert. Aus Versehen. Der Zwerg ist auch ziemlich hoch, muss man sagen. Dafür, dass es ein Zwerg ist, ja. Und ich habe 3 Zuschauer. Eine bist wahrscheinlich du. Nee, ich habe schon geschlossen. Na dann, willkommen. Willkommen im Stream. Es wird Nacht, gehst du kurz ins Bett? Aber ich bin gerade im Zwerg drin. Sekunde. Ich muss gerade mal runterhüpfen. Sneeping. Perfekt. You awaken. Zwergy awakens. Dann guck ich mal, was brauche ich denn alles für den Teleporter? Obsidian Slab und Magnetite. Okay, Obsidian Slab und Magnetite könnten wir sogar alles da haben. Dann würde ich den mal eben machen und dann auf Erkundungstour gehen. Aha, Erkundungstour. Was erkundest du denn? Die Welt. Mhm. Ja, einfach mal schauen, ob ich eine Wüste finde oder irgendein anderes Gebiet, mit dem wir gut connecten können. So, wie viel Obsidian haben wir noch? 2, das reicht nicht. Und Magnetite haben wir noch genug. Bist du jetzt hier mit dem Glas? Wunderbar. Reicht's auch für 2? Nein, es reicht nicht mal für 1. Okay. Cool, das heißt, ich habe gerade richtig hart verkackt. Das heißt, ich brauche jetzt Wood Slabs und Kohle. Du müsstest halt mit dem Glas hier eine Röhre runterbauen können. Das wäre die Idee. Dann Wasser reinfüllen und dann... Kohle und Wood Slabs kann ich eben kurz machen. Sieht nach einem Fail aus. Kann man denn das Glas abbauen hier oder ist das wie in Minecraft, dass das zerbricht? Ich weiß es nicht, ich habe noch nie mit Glas gearbeitet. Ich habe noch keins. Verdammt. So. Ah, man kann's. Sehr schön. Das ist eine Besserung zu Minecraft. Minecraft zerbricht das Glas, wenn du es abbaust. Ja, außer du hast halt die entsprechende Verzauberung. Ja gut, aber wer kann schon Verzauberung? habe ich nie gekonnt. Gespielt, oder was? Ich habe nie wirklich was geschafft in Minecraft. Ich habe 100 Parts hab 100 Parts irgendwie gebaut und dann habe da nicht wirklich was erreicht. Hier, riesiger Klotz aus. Ich habe da nie wirklich, das war nur Spaß. Ich habe da nie wirklich irgendwas erreicht. Es war nie wirklich ernsthaft. Ich habe halt mein Haus irgendwie, ich habe halt irgendwie mein Dorf gebaut und irgendwie, ja, kann man sich angucken, 100 Parts Minecraft. Ja, und ich in der Zeit jetzt schon einen Garten, ein halbfertiges Haus, einen Turm. Ich schaffe halt nichts, das ist halt hier. Ja gut, du hast einen Zwerg. Ich habe halt meistens, also in Minecraft habe ich, das war halt mein Talk-Format. Ich habe halt die Zeit genutzt, um halt auch über Sachen zu reden. Die mich beschäftigt haben. Ja, solche Leute hasse ich. Die sollten Podcast machen. Tja. Die hatte ich hier. Sollte mal aufpassen, sonst erfriere ich hier wieder. Das Afrirometer.
So. Steigt immer weiter an. Scheiße, ich brauche eine gelbe Blume. Müsste ich oben noch haben. Ich baue mich jetzt mal hier hoch. Und dann hier einfach mal, nicht immer schweben zu müssen. Ich denke, so wird das was. Gelbe Blume. So. Na komm. Inventory voll. Gut, dann lege ich mal was ab. Das war nix. Den hier und den hier zum Beispiel. Und das Wachs und das Zeug. Das hier. Die kann ich nicht. Muss reichen. So, jetzt zwei. Only crafted the stone mining stone. Sehr schön. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das hier funktioniert mit der Gasröhre, aber ein Versuch ist es wert. Ich brauche noch ein anderes Lager. Ich weiß nicht, ob ich genug Glas dafür habe. Packe ich hier einfach das ganze Naturzeug. Aber wenn es funktioniert, wird es spitze. So, sehr gut. Jo. Eines Tages habe ich auch mal Zuschauer auf Twitch. Ja, ich wiederhole, fang an mit GTA-RP, da hast du gleich 10 Zuschauer. Ja. Ich will mich ja nicht verbiegen. Ich mache das dann nur, wenn es mir Spaß macht. Und ich sehe GTA jetzt noch nicht so als das, was mir Freude machen würde. Geht ja nicht um GTA, sondern geht darum, ein Rollenspiel zu machen. Dann müssen sie mal meine Pokémon-Displays sehen. Zum Beispiel kannst du deine Stimme gut verstellen und kannst gut in andere Rollen schlüpfen, oder? Naja. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt was kann. Ich schätze dich schon so ein. Du wolltest hier auch Roleplay mit reinbringen. Also die Ideen dazu hätte ich. Also die Ideen zum Roleplay. Bin ja Autor. Wie gesagt. Versuch's einfach mal. Die Ideen dazu kann ich schreiben, aber das dann hinter. Ja, Problem ist halt, du hast kein GTA 5, ne? Ja, das wäre dann das nächste Problem. Ja, das war halt scheiße, weil du, dass du nie was im Epic Store claimst. Gab's ja gratis. So, und ich strip meinen hier jetzt erstmal. Also momentan schreibe ich ja gerade hier an einem Skript, da würde ich ja, also ich hoffe mal, dass ich das schaffe, dass ich das bis dahin fertig kriege. Ich wollte ja Adventskalender 2021, ich weiß nicht, wie ich das mache, aber doch ich eine kleine Story schreiben und so ein bisschen so ein Hörbuch produzieren. Für. Hast du nicht mal einen Film gedreht? Es gab mal auf meinem 2017 kam für die Schule, habe ich da mal so ein Projekt gemacht. So ein Werbefilm für über die Schule. Na toll, jetzt erfriere ich hier schon wieder. Finde ich ja spitze. Ja, ich mache hier gerade ein bisschen richtig schön Strip Mining irgendwo in eine Richtung. Sollte ich hier vielleicht mal runtergehen? Ui. Sehr schön. Sollte mich erstmal aufwärmen. Okay, cool. Hier komme ich also nicht weiter. Das heißt, erstmal. Da suche ich dann, sobald ich das Drehbuch dann dazu auch fertig geschrieben habe, zu meinem Ding, zu meinem Adventskalender-Projekt. Da brauche ich dann auch ein paar Synchronsprecher. Dann werde ich dich wahrscheinlich auch noch mal fragen. Und du Bock dann hast. Ich dir nicht. Eine kleine Rolle zu. Ich dir nicht und erst recht nicht gratis. Aha, so ist das also. Mal schauen, ob ich da Leute finde. Na gut, wird halt kosten, ne? Ein Kosten. Das macht niemand dir gratis. Viel zu viel Aufwand teilweise. Zumindest wenn du es professionell willst. Ja, professionell so ist ja sowieso nicht. Jetzt suche ich ja auch keine, das soll ja jetzt, du verstehst das ja mal wieder falsch. Das soll ja jetzt hier kein großartiger. Es wird ja jetzt hier kein richtiges
professionelles Hörbuch, das wird ja jetzt so ein Adventskalender-Dings, was da jetzt. Ja, aber trotzdem, wenn du Leute haben willst, die was können, dann passt das normalerweise. Du kannst ja nichts. Ganz genau. Und ich mach's dir gratis. Ich will mal schauen, ob es da jemand für findet. Ich bin tot. Hallo, da hinten bin ich gelandet. Du machst dir gar nichts gratis. Nö. Nicht dir ganz Geld. Sie bekommen auch keine YouTube-Videos bei dir. Es kommen ja welche. Ich bin auch gerade am Schneiden, aber. Ja, ja. Wenn ich mal auf deinen Kanal schaue. Ja, ist so. Ich verbringe halt die meiste Zeit mit Streamen momentan. Die Glasröhre wird fertig. Wenigstens tust du mit mir aufnehmen kostenlos. Den Podcast machst du auch kostenlos. Das ist aber auch keine Arbeit. Ja, gibt schon Leute, die da Geld für verlangen würden. Es gibt Leute, die für alles Geld verlangen. Eigentlich bezahlst du ja auch den Gästen, die den Podcast einlädst, Geld dafür. Ich habe unsere Gäste bisher dazu überreden können, das kostenlos zu machen. Ich habe ja auch kein Geld. Das kommt dazu. Momentan bin ich arbeitslos. Ja, ich glaube, das weiß jetzt mittlerweile die ganze Welt. Das weiß die ganze Welt.